Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Angespielt mit Retor Odinson und Mind Over Magic. Mind Over Magic befindet sich im Early Access, wurde entwickelt von Sparky Pants, einem relativ unbekannten Studio. Und der Publisher ist Clay Publishing. Die sind bekannt durch Don't Strafe Together, Oxygen Not Included und Giftlands. Also sind die bekanntesten Spiele von denen. Das Ganze ist ein Design, Build and Manage System für eine Magieschule. Wir bauen eine Magieschule auf, haben dazu drei Professoren an der Hand, mit denen wir Ressourcen sammeln, unsere Magieschule aufbauen, Dungeons bestreiten, Lehrlinge ausbilden, Magie erkunden, Zauberstäbe bauen und. Es ist wirklich sehr vielseitig, es macht sehr viel Spaß. Ich habe schon eine Runde mit Asgard, mit der Universität Asgard hineingestartet, aber ich werde mit euch jetzt hier nochmal neu beginnen. Das Ganze kostet auf Steam 22,99 €, ist meiner Meinung nach ein ganz gerechtfertigter gerechtfertigter und guter Preis. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Das Ganze ist momentan lediglich ein Einzelspiel, aber dass sich das in Early Access befindet, kann sich das natürlich auch noch ändern. Ich glaube, im Koop wird das auch sehr viel Spaß machen, aber erstmal ist es ein reines Singleplayer-Game. Ja, und wir starten jetzt hier einmal neu rein. Ich habe richtig Bock. Ich habe das Spiel, wie gesagt, schon ausgetestet. Es macht viel Spaß. Bin auch froh, dass ich es ausgetestet habe, weil jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Gehen rein. Da kann mir verschiedene. Achso, nein, Moment, eine Sache muss ich noch erklären. Ihr könnt hier auf Sprachen gehen und habt am Anfang nur diese Sprachen. Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch und Englisch zur Verfügung. Das deutsche Sprachpaket ist nicht inkludiert. Ihr müsst dann hier unten auf Steam Workshop klicken und könnt euch da dann das deutsche Sprachpaket runterladen. Das ist ganz einfach. Ihr werdet es auch sofort auf der ersten Seite finden, weil es relativ viele Klicks hat. Und ladet euch das einfach schnell runter und könnt dann das ganze Spiel auch auf Deutsch spielen. So. Wir haben hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Entspannt, ausgewogen, erbarmungslos. Wir spielen ausgewogen. Wir möchten die Weltereignisse halt, die Welt soll ein bisschen herausfordernd sein, ein bisschen Herausforderung haben, das wollte ich eigentlich sagen. Und jetzt können wir noch auswählen einen weiteren Schwierigkeitsgrad, was unsere Magier betrifft und auch das ganze Umfeld, wie viel Stress sie haben oder wie einfach sie zu besiegen sind, wie viel HP sie haben, wie stark sie im Kampf sind. Und auch hier können wir ganz einfach wählen oder ganz schwer. Wir wählen gute Aussichten. Ich glaube, das ist für ein Let's Play ist das ganz gut so. Es ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Wir können hier noch verschiedene Schlüsselwörter für Raumtypen auswählen, aber da bin ich jetzt auch noch nicht ganz so drin. Wir können die Schwierigkeit auch komplett selber anpassen, aber auch da bin ich noch nicht drin genug, um das machen zu können und zu wollen. Deswegen starten wir mit ausgewogen, gute Aussichten. Wir gehen rein. Hier stand einst meine Universität. Der Nebel und seine Schergen haben meine Schöpfung zerstört. Baue die Universität wieder auf und bilde brillante neue Magier aus. Erforsche den Untergrund und vertreibe den Nebel. Ich hoffe, du bist dieser Aufgabe gewachsen. Auch wenn mein Körper schon lange tot ist, wird mein Geist euch treu dienen. Kalinia, Gründer, in dem Fall von Heaven of the Cinder Claw. Wir können die Universität aber auch umbenennen. Und ich würde sagen, wir nehmen hier ganz einfach mal Hogwarts. Hogwarts. Oder wir können auch sagen, pass auf, Zufall. Cypher Greg Towers. Asylum of the Dragon's Crown. Gamtooth's Heaven. Fantoot University. Pain Petal University. Okay. Klick mal ein bisschen durch. Dragon Gate School gefällt mir. Komm, Dragon Gate School. Die Gründerin der Dragon Gate School. Finde ich cool. Wir gehen rein. Hier können wir jetzt unser Startpersonal auswählen. Man hat verschiedene Rassen. Hier, das sind zum Beispiel die Beseelten. Die Beseelten sind es ist quasi Frankenstein aus verschiedenen Körperteilen anderer Leute zusammengenäht. Haben hohe LP, HP, ja, LP, HP ist dasselbe, und essen ziemlich viel. Sie essen alles Mögliche,
Aber der Magen wählt immer das Essen mit der schlechtesten Qualität. Dann haben wir menschliche Magier. Menschliche Magier haben eine sehr große Mana-Reserve und ihre Zaubersprüche haben 20% Chance, Mana-Burst auszulösen. Mana-Burst macht, dass der Zauber kein Mana kostet. Und wir haben Wolfkin, sozusagen Werwölfe, wolfsähnliche Kreaturen, die wilde Tiere im Ganzen fressen. Also sie sind bei der Nahrungsbeschaffung eher einfach gestrickt und können auch fast überall schlafen, weil das ist auch ein Punkt, haben wir kein Bett, sind unsere Magier nicht ausgeruht. Der Werwolf an dieser Stelle ist da ein bisschen widerstandsfähiger. Ja. Wir können dann hier auch das Aussehen neu auswürfeln. Oder wir können hier unten den Magier komplett neu auswürfeln. Aber ich bin in der ersten Runde bin ich mit drei Menschen reingestartet. Ich würde jetzt tatsächlich mal einfach gucken, dass wir mit drei verschiedenen Rassen einfach reinstarten und uns das angucken. Den hier finde ich schon ziemlich cool. Der sieht cool aus. Der gefällt mir nicht so. Schauen wir mal. Oh, er gefällt mir schon ein bisschen. Ja, der sieht gut aus. Der sieht cool aus. Und er hier, schauen wir mal, was es da noch so gibt. Das hier könnte ja so ein dunkler sein, aber wir machen am Anfang keinen dunklen. Der sieht auch ganz cool aus. Wie viel sieht das? Schamanenmäßig. Ich würde jetzt hier gerne den Zauberstab auswählen. Das macht man hier an der Seite. Wir können Feuerstab auswählen. Und die haben halt verschiedene Fähigkeiten. Mit dem Feuer zum Beispiel kann man kochen, jagen und zerstören. Ich glaube, man konnte das hier auch schon sehen. Genau. Kochen, jagen und zerstören. Mit Wasser kann man Alchemie und putzen. Mit Dunkel kann man erschaffen, schützen und Deckung. Die Naturfähigkeiten können ernten, kultivieren, fällen und Zauberstäbe formen. Die Erde kann konstruieren, bildhauern, schürfen und reparieren. Der Blitz kann aufladen, schreiben und forschen. Und die Luft kann montieren, malen, Malerei und tragen. Am Anfang für den hier würde ich auf jeden Fall Erde auswählen, da wir relativ viel bauen müssen. Ist auf jeden Fall einer, der gut bauen kann, sehr sinnvoll an der Stelle. Dann hätte ich gerne hier bei dir auf jeden Fall jemanden, der kochen kann, brauchen wir auf jeden Fall jemanden. Und ich denke, ich werde hier den Blitz nehmen. Guck nochmal durch, dass ich nicht noch was anderes sehe. Ja, ich denke, ich werde den Blitz nehmen. Weil Forschung ist auch sehr wichtig. Nehmen wir die Forschung mit rein. Und Feuer haben wir ja gesagt. Wir brauchen ein Feuer, der jemand, der kochen kann. Das ist gar nicht verkehrt. Hier haben wir nochmal. Ach so, Moment, die haben aber verschiedene Fähigkeiten. Das sehe ich jetzt auch das erste Mal. Habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Zähigkeit des Kriegers, Bronzemittel, ja, Mana und Kraft erhöht. Also, ach so, weil es ein Mensch ist. Wasserwissen. Plus 1 zu maximale Wasserfertigkeit, Bronzemedaille abgeschlossen. Isst eine Honiggrütze. Eine Mahlzeit für jedermann, die sich niemand beschweren wird. Okay. Stärkte Weisheit. Ach, oder sind das die Volksfähigkeiten? Das kann sein, ne? Ich möchte den jetzt nicht neu ausrufen. Das sind, glaube ich, die Volksfähigkeiten. Geschleppter und genähter Magen. Nee, stille Klarheit. Naja, es hat damit nichts zu tun. Ich glaube, der Typ hier ist eher so ernten überzeugend. Das ist wahrscheinlich eher der Naturzauber. Ich würfel den mal neu aus. Ja, der hat jetzt andere Fähigkeiten dazu bekommen. Hier Wasserwissen. Ich guck mal, ob ich was mit Erde finde. Luftwissen. Blitzwissen. Oh ja, das ist natürlich Kraft und Geschwindigkeit. Gestärktes Herz. Bronzemedaille, Mana, Geschwindigkeit. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet bei meiner anderen angespielt, bei meinem ersten reingespielt. Das habe ich ja nicht aufgenommen. Habe ich gar nicht darauf geachtet, dass es hier so Fähigkeiten gibt. Forschungsgeist. Wäre natürlich für den hier sehr gut, ne? Forscht 1,5% schneller. Weißt du was? Dann nehme ich hier den Menschen. Ich versuche mal dieselbe Figur.
Aber mit der Augenklappe war auch cool. Relativ ähnlich. Ah, der gefällt mir aber auch gut. Komm, wir nehmen den hier und dann geben wir dem jetzt den Blitzstab, damit der forschen kann. Jetzt hat sich das schon wieder verändert. Och Mann! Ist das denn ernst? Wenn ich jetzt den Erdstab zurücknehme, dann was war das Erde, ne? Das ändert sich durch den Zauberstab. Ach, das ist ja doof. Das ist ja blöd. Schafft gesteppte 1,5% schneller. Erhöht dauerhaft die Überzeugung deines Charakters. Ja. Okay. Bin ich tatsächlich jetzt nicht so drin, ne? Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie die agieren. Aber jetzt habe ich halt. Jetzt muss ich mir hier einen anderen nehmen. Ich möchte hier auf jeden Fall den, die so einen haben. Der gefällt mir. Der sieht gut aus. Der sieht direkt schon cool aus. Was hat der jetzt? Der hat den Blitzstab, ne? Kraft, gestärkte Weisheit, Zauber 25 Mal ausgeruht auf einen Lernstein. Die Freizeitbedarf füllt sich 1,5% schneller. Erhöht dauerhaft die Überzeugung. Und der hier hat Wasserfertigkeit. Ja gut, wir gehen einfach mal rein. Wir können die theoretisch auch umbenennen. Wir nennen ihn jetzt hier einfach mal Retor. Das hier wird Frank. Ah ja, wisst warum? Und er hier wird Wolfi. Wolfi, ja, weil Wolf. Ja. Ja, das sind unsere drei Magier, die jetzt hier die Universität gründen werden. Und da ist unsere Mana-Quelle. Das ist unsere Universität. Wir sind von einem miasmaartigen Nebel umschlossen und müssen diesen jetzt über ein Ritual an der Mana-Quelle vertreiben. Nebel vertreiben. Hier wählen wir einen, den machen wir einfach mal selber mit Retor. Und hier werden wir jetzt einen Magier auswählen, mit dem wir das Ritual beginnen. Und da ist der Nebel vertrieben. Wir können an die Oberfläche, wir können Ressourcen sammeln. Wir haben auch die Tiefe erkundet. Hier unten können wir jetzt auch schürfen. Das sind schon ein paar Erze. Da ist unser Geist, die Gründerin. Ihr Grab ist hier oben. Diese Blüte werden wir irgendwann ernten können, wenn wir soweit sind. Aber jetzt ist erstmal, sie hilft uns auf jeden Fall. Wir können uns auch hier mal angucken. Gründer, also sie hat einen Gründerstab. Das, die kann alle Arten von Magie wirken, aber halt alle nur auf einfachem Niveau. Während wir auf höherem Niveau unsere auswählen. So. Jetzt können wir uns hier oben bewegen, da ist der Nebel, der kommt aber auch langsam wieder zurück, deswegen müssen wir dieses Ritual immer wieder durchführen. Um das zu können, brauchen wir Ressourcen, die wir jetzt abbauen müssen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir T drücken, können wir die Ansicht ändern, aber wir müssen T gedrückt halten, damit wir auch an die hintersten Positionen rankommen, um hier sammeln zu können. Wir brauchen auf jeden Fall Stein, da wir unsere Universität bauen möchten. Wir brauchen auf jeden Fall die Ratten, da wir ein bisschen Nahrung haben müssen. Wir brauchen auch, ja, eigentlich brauchen wir alles. Ne? Seien wir mal nicht kleinlich. Wir brauchen alles, was hier ist. Deshalb nehmen wir auch alles mit. Manchmal kriegt man die Sachen, auch wenn man hochgeht, nicht. Da muss man wieder runtergehen. Wenn hier, das ist alles, das wird abgebaut. Wenn hier so eine kleine Sanduhr dran ist, dann heißt das, die sind noch nicht ausgewachsen. Sobald die ausgewachsen sind, ändert sich das von der Sanduhr zu der Sichel und wir können es abbauen. Aber solange das nicht ist, geht's nicht. Aber wir können ja trotzdem einfach mal alles markieren, sobald das ready ist, dass wir das nicht abbauen können, werden wir das auch tun. So, Säumchen da auch, die beiden auch. So. Auf der anderen Seite können wir auch gleich machen, aber wir machen jetzt erstmal nur eine Seite. So, wir werden jetzt hier mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Dann sieht man schon, wie die hier Bäume fällen. Steine abbauen, Ratten jagen, Büsche abernten.
Und ganz wichtig, wir brauchen natürlich auch, wir müssen was bauen. Wir brauchen eine Kiste. Lagerung. Aber wir haben keine Steine und keine Stöcke für die Kiste. Haben noch nicht genug von den Steinen geschlagen. Jetzt mal uns schauen, wir können eine kleine Kiste zumindest schon mal machen. Platzieren wir mal hier einfach hier so hin. So. Jetzt können wir auch die große Truhe machen. Jetzt haben wir gerade schon wieder Sachen gesammelt. Aber ich werde hier jetzt einfach mal so zwei, vier kleine Kisten aufstellen. Dafür haben wir nicht genug Ressourcen, da fehlt ein Räucherstock. Räucherstock sind diese kleinen, Pflänzlein. Ja, ich sehe sie gerade nicht. König, die hier. Das sind Räucherschilf. Da kommt dann Räucherstock raus. Deswegen können wir die auch mal eben markieren hier hinten. Nahrung brauchen wir auf jeden Fall einiges. Wir nehmen uns die beiden hier auch noch mit. Das Grab hier können wir auch schon mal markieren, ist es auch schon. Aber es ist, das dauert noch lange, bis wir die abbauen können. Die hier brauchen wir, die sind ganz wichtig. Ja, für Lichtquellen später. So, die Ratten nochmal markieren. Das hier können wir auch markieren, das ist erst die erste Nahrung. So, jetzt können wir noch mal schauen, wir haben noch immer keinen Räucherstock. Aber die laufen immer noch auf Hochgeschwindigkeit. Hier ist aber auch noch Räucherstock, sehe ich gerade, oder Räucherschilf. Ja, wir haben jetzt hier verschiedene Wissenssachen, die wir uns durchlesen können. Hier gibt es auch ein paar Videos zum Anschauen. Ich werde nicht alles vorlesen, das ist auch wieder zu viel Information. Das meiste davon werde ich euch sowieso zwischendurch während des Spielens immer wieder sagen, wie jetzt gerade mit dem Nebel. Der Nebel, der zurückkommt, stand da gerade. So. Ich würde da jetzt gerne noch die vierte Kiste hinstellen. Aber könnt ihr mal bitte den Räucherstock ernten? Das können, wenn wir das erhöhen möchten mit dem Räucherstock. Können wir auch sagen, pass auf, hier, das hier, gerettet 5, Anspruch von Reto, also Reto kommt jetzt hier hin und erntet das ab. Hier machen wir auch Priorität 5, da kommt dann der Frank und erntet das jetzt priorisiert ab, damit wir das, den Räucherstock dann haben. So, jetzt müsste der Räucherstock da sein, jetzt können wir die Kiste bauen, seht ihr, und rein geht's. So, es gibt außerdem gibt es noch Regen in diesem Spiel. Der Regen bewirkt, dass alles, was ungeschützt ist, ohne Dach, wird vernichtet, wird kaputt gehen, wird Schaden bekommen. Und deswegen müssen wir uns auch vor dem Regen schützen. Nicht nur vor dem Nebel, sondern auch vor dem Regen. Also eigentlich ist fast jede Natur hier irgendwie feindlich. Deswegen müssen wir hier schauen, dass wir hier Wände aufbauen. Ich nehme immer gerne eine 5er Höhe, das ist eine schöne Höhe für Wände. So. Der Nebel kommt näher. Wir haben nicht genug Ressourcen. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall auch schauen, dass wir noch Türen einbauen. Damit wir auch dann draußen wieder reinkommen. Und wir müssen eine Mittelwand setzen, weil das ist ein zu weiter Weg für eine, für ein Dach, was wir da drüber setzen können oder wollen. Es wird Nacht, das ist ein bisschen blöd. Wir haben kein Bett. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen durcharbeiten. Der Nebel ist wieder näher gekommen, wie man sieht. Das heißt, wir müssen auch gleich das Ritual nochmal fortsetzen. Unsere Magier scheinen auch irgendwo zu schlafen. Schlafen die denn? Ah, die liegen da unten. Die liegen alle da unten. Naja, die Erholung da unten ist nicht so gut, deswegen wird das nichts. Aber, naja. Unser Geist baut weiter, er muss nicht schlafen. Er wird jetzt hier dafür sorgen, dass die Universität aufgebaut wird. Ich hätte halt auch gerne, dass ihr diese Steine hier gleich noch priorisiert, ne? So, das macht er jetzt. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber ist okay. Kann ja schon mal die Steine hier abbauen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall hier zum Bauen. So, dann haben wir die Mittelwand. Und einen Torbogen, der quasi die beiden Räume miteinander verbindet und trotzdem eine stützende Wand in der Mitte hat.
Türen und Torbögen kann man immer nur an der vordersten Front der Mauer aufbauen. Deswegen bringt es nichts. Also man kann es nicht nach da hinten ziehen. Das ist einfach nicht, leider nicht möglich. Ich hätte gerne da hinten auch, aber ja, es ist halt so aufgebaut. Man gewöhnt sich dran. Mobiliar, wir können hier auch schon mal drei Betten hinstellen. 1, 2, 3, die können sie dann aufbauen. Dann werden sie in der nächsten Nacht auf jeden Fall besser schlafen. Nur kurz durchgucken, und Suppenkessel brauchen wir auch, dass sie sich was zu essen machen können. Das stelle ich hier hinten in die Ecke rein. Und das Wichtigste ist die Beleuchtung, erkläre ich euch gleich warum. Können wir die Sachen drehen. So, jetzt lassen wir uns erstmal wieder ein bisschen bauen. Wäre halt gut, wenn ihr die Betten weiterbaut, Mädels. Quatsch, die Wände. Warum steht der da rum? Mir fällt gerade auf, wir brauchen noch eine Treppe. Hier geht's ja noch hin. Wir brechen den nochmal ab. Machen da hinten in die Ecke eine Wendeltreppe rein. Ich glaube, Ressourcen. Kann ich das Kesselchen auch hier vorne hinsetzen? Da hinten. Die Wendeltreppe gleich da hinten hin. Aber Leute, wir brauchen Ressourcen. Sondern da hinten das auf Stufe 5, das hier auch auf Stufe 5, den Baum fällen auf Stufe 5, den Baum fällen auf Stufe 5, ja, das alles weg. Wir müssen nämlich jetzt hier endlich mal einen Boden aufzimmern und eine Treppe, Wendeltreppe. Macht zuerst den Boden. Es ist einfacher. Boden. Peter, jetzt ist der. Hier ist der ganze Support weg. Boah, ist das laut. Da ist der Support wieder da. Und wir ziehen das einmal durch und kommen wieder drüber. Und dann gehen wir wieder aufs Bauen. Und bauen jetzt hier Wendeltreppe. Ganz wichtig zu wissen, dieser Boden hier, der hindert nicht den Regen. Der Regen fließt da durch. Er beschädigt ihn und fließt da durch. Er macht da unten mal alles kaputt. Das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass da ein Dach drauf kommt. So, hier müssen wir Mahlzeiten hinzufügen. Stickbeereneintopf. Wir können auswählen, dass er einen anfertigt. Wir können aber auch auswählen, dass der fertigt, bis er einen hat. Wir haben aber 3 Mitarbeiter, deswegen brauchen wir mindestens 3. Ich gehe hier auf 5 hoch. Dass der immer 5 im Vorrat hat. Der kocht die sind immer da und dann haben wir ein bisschen Vorlauf. Wir könnten uns auch draufstellen, dass er unbegrenzt weiter kocht, aber dann stellt er dann die ganze Zeit da und wir haben Kochen. Ich finde jetzt gerade sehr laut, oder? Ich guck mal gerade, ich stelle es noch mal ein bisschen runter. Ich hatte gedacht, 60% würde reichen. 50 und dann gehe ich mal hier auf 45 runter. Ich hoffe, es ist nicht zu leise dann. Aber ich find's laut, dagegen anzusprechen. So, ja, ihr seht schon das Problem, da ist kein Licht, das sind dunkle Räume. In dunklen Räumen entstehen Pilze, die den Magiern Mana entziehen. Das wollen wir natürlich verhindern, deswegen brauchen wir Licht in den Räumen, mindestens 50%. Gehen wir hier wieder auf eine langsamere Geschwindigkeit. Bauen, Beleuchtung.
Ich hätte gerne eine rote Lichtquelle im Schlafzimmer. Oder wir machen erstmal alles rot. Wir machen erstmal alles rot. Einmal dahin. Und dann versuchen wir es mal so, ob das reicht. Hier noch eine hin. Da noch eine hin. Und dann. Achso, wir haben nicht genug. Innereien fehlen uns. Wir müssen ein paar Ratten jagen. Hey, hallo? Hallo? Hey, Ratte? Da, jetzt. Reitchen. Machen wir mal Stufe 5. Holt mal die Ratte ran. Genauso. Oh, hier sind noch viele. Guck mal. Ratte. 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 Ja, das ist natürlich das Problem, dass die jetzt schlafen. Der Geist, die fängt. Der wird das auch erledigen. Aber er braucht jetzt ein bisschen. Und wir müssen dafür sorgen, in einem Tag kommt der Nebel zurück. Das heißt, wir müssen das Ritual gleich nochmal machen. So, da liegen jetzt aber wieder Innereien. Das heißt, wir können die Lampen hoffentlich weiterbauen. Hier und da. Der Raum ist was größer, oder? So, machen wir es mal so. Ich glaube, hier müssen wir auch noch welche anfügen. Ich glaube, das reicht nicht. Wir können mal schauen. Beleuchtung. Der Raum ist zu 0% beleuchtet. Pilze erscheinen in 18 Stunden. Wir brauchen 400 Lumen. Und was gibt so eine Lampe? Eine Lampe bringt 60 Lumen. Ja. Da brauchen wir 5 Lampen. Wenn wir von 400, also, nee, oder? Nee, 4 sollten reichen. Oder? Leuchtung. Ja, 4 reichen. Wir sind bei 240, wir hätten 400 als Maximum. Wir brauchen 50%, also 4 Stück reichen an der Stelle. Sehr gut. Hier werden es mehr werden. Ist aber nicht schlimm. Lieber zu viel als zu wenig. Kann ja auch sein, dass der Raum später nochmal größer wird. So, der Nebel ist gefährlich nah. Arcana Sekretär gebaut. Keine Ahnung, was das heißt. Ein Zauberstabformer gebaut. Die kann ich jetzt bauen, den Zauberstabformer. Hier sind nochmal Tutorials über die Räume, über die Türen, Korridore, Treppen. Ja, das ist alles. Man kann sich das schön durchlesen, immer schön anhalten, das Tutorial an dieser Stelle. Was habe ich denn hier ausgewählt? Achso, der Arcana Former war jetzt quasi das ist die Forschungsstation. Das würde ich aber erst gleich bauen. Wir müssen erstmal gucken, dass hier oben was drauf kommt. Machen wieder Wände. 5. 5. 5. Und dann machen wir hier eine Tür rein. Hier auf jeden Fall ein Dach jetzt drauf. So, einmal Dach. Wir können jetzt hier entscheiden, wie das Dach ausgewogen ist. Keine Wobbel oder ein wobbelreiches Dach. Sehr verworren. Ich hätte gern keine Wobbel, aber ich hätte gern ein etwas niedriges Dach, deswegen ziehe ich das einfach runter. Dadurch entstehen auch wieder ein paar Wobbel, aber wenn ich es gerade ziehe, so wie jetzt, wird es schön. So, ein Dach. Das zweite Dach machen wir direkt da dran. Wieder ein bisschen runterziehen. So, hier ist ein kleiner Wobbel drin. Das ist aber. Ja, gehen wir raus. Ah, ich glaube nicht. So ist okay. Passt schon. Das ist jetzt unser Dach. Danach ist die Bude auch zu. Danach müssen wir jetzt nur noch hier den Bereich auch wieder beleuchten. Das hier soll ein Schlafzimmer werden. Da mache ich grüne Fackeln rein. Warte mal, die entfernen. Falls ich da noch mal irgendwann einfach weiterbaue. Achso, ich habe keine Innereien mehr. Ich würde sagen, wir gehen mal runter, machen das Ritual nochmal. Ritual, jetzt müssen wir 3 Magier machen. Weil das Ritual jetzt schon stärker sein muss. Schaut mal, der Retor zum Beispiel, der hat jetzt 10 Abstoßen.
weil er das schon mal gemacht hat, hat er einen erhöhten Wert darauf. Deswegen nehme ich auch die anderen zwei Magier und nicht den Geist, dass die diesen Wert auch bekommen. Plus 10 Abstoßen haben die dann. Das erhöht die Chance später dann plus 30 Abstoßen. Das haben die, aber das wird erhöht quasi durch jedes Ritual. Müssen uns jetzt besser beeilen, dass der Nebel kommt gleich. Oh, ja, weiß ich. Hier, erfahre mehr über Regen und Haltbarkeit. Ja, ich lese mal vor. Regenstürme sind häufig und verursachen Schäden an Einrichtungsgegenständen, die nicht überdacht oder eingelagert sind. Regen kann sogar durch freiliegende Böden sickern und in den darunterliegenden Räumen gelangen. Ja, seht ihr, es sickert auch durch die Böden hindurch. Und man sieht es hier auf dem Bild schön, es beschädigt die Betten. Es beschädigt aber auch die Waren, die rumliegen. Also man sollte dann auch versuchen, dafür zu sorgen. Das ist manchmal schwer, dass halt keine Ware draußen rumliegt. Aber das wird uns später auf jeden Fall besser gelingen. Jetzt am Anfang ist es erstmal wichtig, dass das Gebäude geschützt ist. So, da geht es zurück. Hier sind wieder Steine freiliegen. Hier liegt ein finsterer Kristall, den sollten wir abbauen. Und wir sollten dafür sorgen, dass hier die Sachen gesammelt werden. Da es regnet, das ist das Ereignis, da ist das Spiel gestoppt. Ist okay, wir können hier weiter erstmal. Ja, da müssen wir hochbabbeln. Ich möchte gerne dahinter das Ding haben, genau. Oh, da ist eine Ratte. Da komme ich nehme einfach das da mit. Das da auch. Ich hätte gerne das Ding, das ist egal. Komm. Erstmal markieren wir das alles. Perfekt, hat sich erwischt. Da ist noch ein Stein. Nein. Ich krieg ihn nicht. Aber den da kriege ich. Habe ich die Ratte? Nee, habe ich nicht. So, den Busch hier möchte ich auch gerne entfernen. Das da kann ich noch nicht entfernen. Ja. Gut. Es regnet. Ja. Also, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob die Leute auch Schaden bekommen. Das ist der Mana. Das geht runter in den immensen Zaubern. Das ist das Leben. Das ist die Zufriedenheit bzw. die Überzeugung für ihre Sache. Ich habe aber noch nicht verstanden, wie der Wert sich auf- oder abbaut. Augenperle. Müssen dafür sorgen, dass die Küche hier sauber wird. Ah, da unten ist auch keine Lampe. Wir haben immer noch keine Innereien. Bitte die Ratte in die Reihen bekommen. Wir pflanzen. Der Raum hier ist 34% ausgeleuchtet. In der Mitte bräuchte ich wahrscheinlich gar nicht. Ich nehme es aber trotzdem. Und den hier mache ich blau. Da machen wir auch einen hier hin. Der Nebel schon wieder zurück. Das ist der Hammer, wie schnell das geht. Dahin. Da ist noch eine Ratte. Jagen. Müssen wir jetzt ein bisschen Ausschau halten, wenn die nächste Ratte auftaucht, dass wir die dann erplündern, erlegen, dass wir hier wieder weiterbauen können mit unseren Fackeln. Hier eine Lampe hin, da eine Lampe hin. Ich hoffe, das reicht aus. Das hier oben sollte ausreichen, oder? Ja, 56%. Standardmäßig sind das alles Schulräume. Das hier ist eine Waschküche, weil da ein Kessel steht. Die Räume verändern sich. Es gibt verschiedene Raumtypen. Und jeder Raumtyp gewährt halt gewisse Zusätze. Die Schulräume haben keine Effekte. Aber zum Beispiel die Waschküche hat eine 25% höhere Kochrate. Ist natürlich fürs Kochen hier an der Stelle sehr gut. Die Kisten machen nichts aus, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Arbeiterstation reinstellen würde, dann würde das verhindern. Ja, das sind 39%, wir müssen da oben noch eine Lampe reinkriegen. Da ist noch eine Ratte. Jag die Ratte bitte. Da haben wir keine, sehe ich zumindest nicht. Aber wieso ist der Nebel jetzt wieder so schnell gekommen? Mach's mal so, dann können wir in der Mitte eventuell noch einen platzieren. Das ist gut, der Geist legt auf seine Prioritäten auf jeden Fall auf die wichtigen Sachen. Weil diese Lampen sind wichtig, damit uns hier keine Pilze entstehen.
durch Verschmutzung, was der Suppenkessel zum Beispiel macht, der macht Verschmutzung, können auch Schleime entstehen, die, oder Ratten kommen, die aber dann bösartig sind und uns angreifen. Also es ist eigentlich alles eine, immer eine große Gefahr. So, oh Mist, hab ich... Ah, ich habe grüne Lampen gemacht. Mist, da habe ich mich verklickt. Entfernen. Entfernen. Das ist blöd. So. So. Jetzt bringt er das weg und bringt es gleich wieder hin. Na, beziehungsweise die haben Neues geholt, okay. Ja, da habe ich mich mit den Lampen vertan. Aber wir haben jetzt da genug Licht, oder? Ja, 49, und wenn die fertig ist, haben wir mehr. Ja, wunderbar. Das reicht aus. Sehr gut. So, dann würde ich nämlich jetzt sagen, lassen wir die Betten umziehen. Ja, da können wir einfach hier auf Bewegen gehen. Wir ziehen die Betten nach oben um. Bewegen. Und bewegen. So, dann haben wir hier oben nämlich eine Herberge. Da ist jetzt ein kleines Schlafzimmer entstanden, wo wir 2,5 Überzeugung für Schläfer dazu bekommen. Das ist natürlich dann auch wieder, sind die erholter. Ja? So, jetzt bauen wir noch. Ich sehe gerade, die Folge ist schon ziemlich vorangeschritten von der Zeit her. Wir machen mal, pausieren hier das Spiel und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge bauen wir hier die Herstellungsstation, den Zauberstabformer und die Arkan, den Arkan-Sekretär und gehen noch ein bisschen weiter rein ins Spiel. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne fleißig, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr es selber ausprobiert habt und was euer Eindruck ist. Und wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Das hilft mir und ist kostenlos. Deswegen tut es doch einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge mit Retro Odinson und Mind Over Magic. Vielen Dank und ciao.